Ich möchte mich heute schminken mit der Empowered-Palette von Huda Beauty. Das wäre diese. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal reingehalten. Hatte ich vor Weihnachten bestellt. Quatsch, nach Weihnachten. Ab dem 27. bin ich auf Suche gegangen. So rum. Da war sie nämlich reduziert bei Douglas. So, jetzt jo, machen wir die Vorbereitung. Haare habe ich einfach zusammengebunden. Bin nochmal mit dem Micellenreinigungswasser, was ich komischerweise sehr, sehr gut vertrage. Da bin ich ja doch sehr empfindlich. Mein Gesicht nochmal gesäubert. Jetzt benutze ich einen Toner, um so ein bisschen Feuchtigkeit nochmal reinzubringen, bevor ich dann so ein bisschen auffälle mit der Face and Body Hoops von MAC. Der Ton wäre zu hell, aber ich nutze die immer ganz gerne, um daran zu gehen, um dunkle Stellen zu kaschieren. Ich finde nämlich gerade gut, da sollte man aufpassen. Das ist keine hochdeckende und ich fühle mich damit einfach besser, wohler. Ja, dann habe ich nicht so das Gefühl, dass alles zusammengeklatscht ist. So, in diesem Video kann ich euch, glaube ich, kaum angucken, weil ich mich selber immer angucken muss, dass alles läuft. Wir nehmen einen. Oh, die könnte ich auch mal wieder waschen. Herzlich willkommen. Nächste Video werde ich auch mal abdrehen, was so im Beauty-Bereich ist. Alles nochmal durchnehmen, was hier in den Kalendern drin war. Damit ich das wegsortieren kann. Dann muss man sich nämlich nicht von 1 bis 24 alles angucken. So. Und damit helle ich dann so ein bisschen die Stellen auf. Ich gucke gerade ein bisschen weiter weg in den Spiegel. Und dann sitzt die schön leicht, was ich mag. Na komm. Und das ist von Revolution, der Just My Type. Eine etwas wärmere Farbe. Einfach nur so ein bisschen Frische hier reinknallen. Von NYX Eyeshadow Base könnte man doch gleich mal nehmen. Nehme ich auch mein Spongy dafür. Weil sonst hacke ich mir meine Augen aus, meine Augäpfel. Von NYX Lingerie Push-Up oder Lingerie. Das wäre dieser. Tada. Der, falls ihr euch den holt, der brennt. Also der hat Mentholanteile. Nicht wundern, dass ihr da so einen Kälteeffekt oder ein etwas kühleres Ergebnis am Mund merkt, so ein Kribbeln. Also bei mir zumindest. Gibt ja auch wirklich Menschen, bei denen setzt der Effekt überhaupt nicht ein und bei mir kribbelt das total. So. Was nehmen wir heute Schönes? Ich würde Winner, das ist hier dieser graue Farbton, also der hier. Warum macht man sich das so umständlich? Den lege ich mir erstmal hier rauf. Und soll auch nur ganz, ganz schnell alltagstauglich sein, wobei da ja auch die Unterschiede liegen. Was ist für jemanden alltagstauglich, was nicht? Bei mir darf es schon ein bisschen kräftiger sein. Winner. Dann werde ich mit Rebell. Mann.
diesem Ton. Mensch, haben wir gleich hier ein anderes Licht. Oh, das nervt mich am meisten. Wenn die Sonne rauskommt, wenn sie wieder geht, jetzt bin ich hier total überbelichtet. Moment, ich probiere mal dafür zu sorgen, dass es wieder normal wird. Mit dem hellsten Power hier oben ran. Verblende mir das so ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Aber ich finde, die Pinsel machen es einfach gut. Das sind die normalen Sueva-Pinsel. So ganz, ganz auf die Schnelle. Für andere total schwierig. Aber ich bin nicht der Künstler von absolut perfekt. Da habe ich gar keine Geduld für. Und dann gehe ich in dieses cremige Schwarz. Das ist kein matter Ton in der Farbe, in dem Fändchen. Und, ach, Miranda, du Blödkopf. Setz mir das hier so leicht an. Das gibt dann so eine schöne rauchige Note. Finde ich total toll. Ja, hier müssen wir weiter nach oben. Ich muss ja mein Auge angleichen. Was habe ich denn hier schon wieder zu hängen? Werde ich gleich noch verblenden? Und dann gehe ich hier noch ein bisschen. Mein Hund schnarcht. Aber es hat nicht aufgehört. Zu guter Letzt werde ich mir mit einem, also ich verblende das gleich noch, mit einem ganz spitz gebundenen Pinsel in Bold Moves reingehen. Das ist hier so ein Champagne-Glitzerton. Ach so, Spiegel. Und setz mir das hier. Könnt ihr das sehen, so ein bisschen? Ein etwas knalligeres Highlight. Verblenden. Dafür brauche ich ein etwas stärkeren Pinsel. Dafür nehme ich den. Ist, glaube ich, eigentlich ein Concealer, ein Buffer. Aber ich will das ja hier rauchig haben. Daher einen etwas fester gebundeneren Pinsel. Dann werde ich noch die Augenbrauen machen. Dadurch, dass es so schön rauchig ist, muss man gar nicht großartig verblenden. So, erstmal hier schön durchkämmen mit Lücken und Kanten hier. Dafür nehme ich den Brow Precise von Maybelline. Ey, meine andere Augenbraue ist viel höher als die. Dass es so ein bisschen ausgeglichen wirkt. Ja, muss ich heute so rumlaufen. Nicht schlimm. Ein Mascara. Schön, wenn der Spiegel 30 Meter weiter weg steht, kann man natürlich gar nichts mit anfangen. Da ist die Kamera ja näher.
So. Und ja. Vielleicht hier zum Abschluss doch noch mal ein bisschen raufballern. Man wird ja auch nicht jünger. So. Ich könnte jetzt noch Bronzer und so einen Kram nehmen. Das war Rose. Ich war fertig. Jo. Jetzt wird hier nur noch ein bisschen schmalzig alles angelegt. Dafür habe ich ja meinen guten Kleber. Damit kannst du Ohren ankleben. So. Ich komme mal näher ran. Na, wie ist es? Ihr Lieben, danke fürs Zugucken. Ich wollte einfach nochmal diese wunderschöne Palette mit euch hier abfilmen. Ein wunderschönes Stück. Wirklich ein wunderschönes Stück. Macht's gut, bis bald und tschüssi.